Komm, komm, komm. Ich hab dir übrigens Lass sie gemutet, hinterm Stein vielleicht bleiben, kann man oder? das echt nicht mehr anhören. Was hast du? Der Rest der Mate in der Zone, Digga. Er hat mich gemutet? Hat er mich gemutet? Ich treue jetzt so rein, Digga. Oh nein, Digga, der Hurensohn. Ich spiel Solo, Digga. Das wird nix. Entweder mein Meine Duo-Raid Schuld. kommt jetzt online oder ich. Digga, random Squad. Man regt sich nur auf, Digga. Ja, ganz normale Fragen. Ganz normale Fragen. Ich hab ihn gleich, ich hab ihn, ich hab ihn. Warte, warte. Schnauze, Ich hab ihn, ich hab ihn gleich. zu nervig, vielleicht. Ein bisschen selber wie nervig. Ey, fuck, Mann! Aber wieder. Scheiße! Digga, vor allen Dingen, er hat mich gemutet und redet mit sich selbst. Hä? Yeah. Das war mal eine gute Fortnite-Erfahrung. Mich im Spiegel hübsch. Jetzt nicht so, dass ich sage, Alter, ich bin die Geilste, aber so hübsch, weißt du, so Ja. solide. Aber wenn ich dann ein Bild mit einer Außenkamera mache, habe ich das Gefühl, mein Gesicht ist so, als wäre es auf einer Seite komplett deformiert und generell sehe ich voll komisch aus dann. Ich schwör's, ich hab eins zu eins dasselbe. Ich schäme mich immer richtig, wenn ich Bilder machen muss. Ich denke immer, mein Kopf, mein Gesicht ist unten um 30 Grad verwinkelt. Das Ding ist, ich war sogar schon so tief in diesem Film, dass ich gegoogelt habe. Das geht. Du hast mir eine Sprachnotiz geschickt. Ich bin hier gerade am Spazieren gewesen und jetzt hat mich mein Nachbar auf dem Weg getroffen. Danke. Was? Was? Ich bin hier gerade am Spazieren gewesen und jetzt hat mich mein Nachbar auf dem Weg getroffen mit seinem Kind und hat sich. Oder hat mir die Beschwerde eingereicht, dass wohl vor einer Woche irgendein Kumpel bei mir mit da war. Und der hat so laut rumgeschrien am Abend, dass wieder alle nicht schlafen konnten. Ich hab's dir doch gesagt. Fürs nächste Mal, bitte rühren Sie auf, du Schrei halt. Weiß ich nicht, wovon sie redet. Weiß ich nicht, wovon du redest. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ey, Mann. Ey, yo, wo ist Sergen? Ich meine die Fußspitzen, wenn die zur Mitte gucken. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mich einmal auf dem Rücken schlafen. Mann, Digga, was sind das denn für Gesprächsthemen, Alter? Ich bitte euch, ich kann das nicht. Junge, alle warten auf dich, wir sind schon im Discord. Wie alle warten schon. Heute noch. Okay. Hallo? Klettert einfach auf Schranke und die ist irre. Die ist durch mit der Welt. Ich höre Hallo? was. Hallo? Jo. Jo. Hey, Was geht ab, Mann, Alter? was hattest du denn gerade für einen Patienten? Was für ein Patienten? Ach so, bei Das ist, Fortnite? Bruder, das war ja ein miesen Patient. Den gibt's, Digga. den ging's gar nicht gut. Digga, dein Chat so bodenlos. Die sagen, Breitenbergs Plan hat funktioniert. Wollt nur Isas Füße sehen. Voll die Tja, Assis. ja, aber ich habe doch Socken an, da ist doch nichts Sehenswertes dann. Isa, hast du deinen Fuß gezeigt? Nein! On Ich hab stream? nicht meinen Fuß! Nein! On stream, Bruder. Sie ist auf den Schrank geklettert. Ich hab nicht meine Füße gezeigt. Ich hab gezeigt, wie die Fußstellung ist, wenn man Niklas, danke dir für so deinen wie Prime. Breitenberg so steht halt. Eine Runde schwer, okay. Hallo. Yo, 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 ey, yo, yo. ey, yo, ey, yo! Was geht? Oh Was Mensch, was geht? Was geht? geht, Oh Mensch, Isa? du bist in meinem Kopf eingespeichert mit dem Ko als Kollege, der dieses eine Haus in Minecraft gebaut hat, was einfach nur braun war und nach oben ging. Hä, war Miss cool, oder? War scheiße. Und du bist für mich so eingespeichert, dass du die größte Fitnermacherin auf dem Server warst. Nein, 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 das war Weil Roa. du warst der Grund, warum dieses wunderschöne
wunderschöne Gehäuse nicht mehr steht. Nein. Du hast eine gewisse Person angezettelt dafür, um das abzubrennen. Du hast sie gefragt, ob sich das gut anfühlt. Nein. Oh mein. Pass auf. Ich kann das erklären. Die Idee von ihm war schon da. Ich habe nur die Idee so einen kleinen Stups gegeben. Nein, er hat sich nur angeschaut, Isa. Er wollte es vielleicht sogar kaufen von mir. Du hast ihn angestiftet, um das kaputt zu machen. Ja, mein Grundstück. Hallo Breitenberg. Also einer muss Omid enden, ich werde es nicht machen. Für die Breitenberg. Dafür hab ich keinen Kopf. Jo, was geht? Wo enden? Bei Ubisoft. Was geht, mein Lieber? Was? Was geht, Digga? Du zocken das erste Mal, ne? Also ich hab gerade mit bei Roat gemeint, mit was? Was hat Roat gesagt? macht euer Headset leiser, Chat. Macht euer Headset jetzt leiser. Hä, ja, wieso leiser? Macht euer Headset leiser, Chat. Macht Ton runter. Hallo, warum komme ich hier nicht raus? Oh mein Gott, man hört's durch sein Headset, Digga. Okay, Chat, leise. Ihr müsst auch euer Headset jetzt leise drehen. Alle leise. Alles leise. Waiting? Okay, wer edit mich wo? Hallo? Uno momento. Boah, ich werde jetzt so euer Arsch ficken. Ich werde eure Ärsche so auf den Strich schieben. Kannst du meinen als erstes ficken? Willkommen. Ja, das können wir einrichten. Okay. Wie machen wir das? Also, wer edit mich wo? Wette mal einer den armen Jungen, Digga. Er fragt schon das dritte Mal. Roat, du musst alle enden. Gib mir mal deinen Namen. Roat, du bist leise. Dein Name. Omid, dein Name. Roat, du bist leise, ich höre dich nicht. Warum hört ihr mich nicht? Ja, so ist besser. Wo ist mein Dings? Was ist mit Mike? Was soll ich machen? Hallo, du musst deinen Namen mir schreiben, hier in den Chat, damit ich dich adden kann. Dein Ubisoft-Name. Was für ein Chat? Bei Discord, Ubisoft-Name. Ubisoft-Name? Okay, warte kurz. Ubisoft, ja. Ich hab's einfach kurz abgeschrieben. Hä? Mann, Digga, du kurdischer Bergbauer, Digga. Guck mal, was er mir schickt. Romanje Sahne, Jani? Ubisoft-Name. Ubisoft. Ich werde sowieso nicht da. Ich lass mich nicht darauf ein. Ich geh jetzt kacken. Warte, Ome, bist du Libanese oder so? Ich dachte, der ist immer Libanese. Hey, Roat, ich höre dich nicht mehr. Roat, dein Mikrofon. Ich weiß nicht. Roat, ich bin kein Libanese, ne? Ja, Digga, schreib deinen Ubisoft-Namen rein. Ich schreib das rein und jetzt hab ich. Aber Ubisoft ist doch nicht der Name. Ja. Ist wie ist dein Name? Wie ich heiße? Omid. Ja. Wie heißt du? Oh mein Gott! Oh mein Gott, Digga, er schreibt in Chat Ubisoft. Du sollst deinen Namen unten reinschreiben, du schreibst einfach Ubisoft rein, Bro. Was ist bei dir los? Ja, weil er doch gesagt hat, ich soll meinen Namen reinschreiben. Also, aber du heißt doch nicht Ubisoft. Aber jetzt ist die Frage, meinst du das ernst oder bist du gerade ein NPC? Was meinst du? Hey, Sagen, ich find's gar nicht korrekt, dass du so auf Omid gehst, Digga. Omid, Bruder. Ich verstehe gerade das Problem. Halt du deine Fresse. Dass du überhaupt mitspielst, ist eine Respektlosigkeit, dass du überhaupt eingeladen wirst bei Monopoly-Runden. Du Schwanz, du. Ich verstehe gerade das Problem nicht, Digga. Es ist eine absolute Respektlosigkeit, dass du überhaupt gefragt hast, mitzuspielen. Und? Ey, Jungs, ich habe auch nicht so viel Zeit, Digga, sag ich euch ehrlich, Digga. Kann mich einer ganz schnell adden, damit wir das spielen können? Ja, wie ist dein Name? Ich heiße Omid. Omid! Ist Neuse dein echter Name? Bruder, du heißt doch nicht Omid auf Ubisoft. Kannst du mich schnell adden? Dann sag mir bitte deinen Namen. Bruder, am besten geh in seinen Stream. Er soll einfach dieses Ubisoft-Ding aufmachen, dass man das sieht. Oder ey, mal starte Monopoly oben, rechts steht dein Name. Okay. Wer lädt ein? Ich weiß gar nicht, ich glaube, Roat ist noch kacken.
Isa, wir fragen Omed, wie heißt du auf Ubisoft? Er schreibt online Ubisoft. Dann fragt Mäuse, wie heißt du denn? Er sagt Omed. Ich kann das nicht. Ich hab gedacht, wir machen hier eine kleine... Und du denkst einfach, dein Haus wäre gekauft worden. Ey, Mann. Ich versteh's nicht. Naja. Guck mal, wenn du bei Ubisoft... Oder hast du das Game über Steam oder Ubisoft? Omed? Also ich habe Monopoly gerade offen bei mir. Aber hast du es über Steam geöffnet oder über Ubisoft? Ubisoft. Okay, wenn du dann raustappst, hast du ja Ubisoft immer noch offen Fenster, gell? Wo dann steht Monopoly Plus. Und ganz oben rechts steht dein Name. Mein Name? Ja, genau. Wie du heißt in dem Game. Machen die das automatisch oder wie? Nee, das hast du wahrscheinlich irgendwann mal angemeldet. Achso, okay, und was steht okay, da? Okay. Omezuelo. Wie halt heißt er? Warte, was steht da? Omezuelo. Also genau so wie in Discord. Twitch. Discord. Sollte jetzt keine Eigenwerbung haben. Ja, was? Nein. Ja, genau, genau. Nein, alles genau. Gut. Okay, ich edite dich kurz. Mhm. Weißt du, wie du es annimmst? Nee. So, ich sehe das hier. Hanipol möchte dich als Freund hinzufügen. Genau, jetzt musst du mich annehmen. Jetzt habe ich deinen Namen geleakt, aber. Es ist nicht schlimm, Scheiße. Es ist nicht schlimm. Okay. So, Omed, hast du deinen Namen? Ich glaube schon, ja. Oh, das ist genauso Mitwirkende. Okay, wie komme ich. Achso, wie nehme ich deine Freundschaftsanfrage an? Ja, wie wäre es, dass du mir einen Namen schickst? Du, das ist genau der gleiche wie ein Discord. Habe ich also doch. Also eins, der gleiche. What? Omed Zylo? Ja, genau. Name du gehst ist rein doch. In Ubisoft und dann siehst du oben rechts neben deinem Namen links ist so ein Einkaufswagen. So, ich hab ihn FA geschickt. Und daneben ist so eine Wunschliste, also so ein Herzchen. Und daneben sind so zwei Muss Männchen. Muss ich Rohrt seine annehmen? Ja. Oh, und die zwei Männchen, die nebeneinander sind, da klickst du drauf. Und dann siehst du die Freundschaftsanwahl. Die kannst du annehmen. Das habe ich schon gemacht. Okay, gut. Oh, eine Minute. Okay. Also angenommen. Rohrt seine muss ich auch annehmen? Nee, am besten nicht. Okay. Dann lass ich ausstehen. Was trinkst du also da? Also wählt jetzt wen alles ein? Macht Isa dir... Bruder Breitenberg, Digga! Wo bist du die ganze Zeit, Bruder? Ich hoffe, du hörst nie zu. Ich wollte euch nicht stören, deswegen. So. Warte mal. Online-Modus, welche Regeln? Lass das mit dem Freipark machen, oder? Okay. Dauert so ein Game? Ja. Dauert so ein Game länger als 3 Stunden? Nein. Ich hab's geschlossen. Hast du noch nie Monopoly gespielt? Ich habe noch nie Monopoly gespielt. Ich will dir eine Geschichte erzählen. Isa kommt zu der Runde dazu, ich kenne sie nicht. Ich denke mir, mach einen Gastgeber freundlich. Ich habe ihr die ganze Zeit geholfen, sie hat mich komplett in den Arsch gefickt. Ja. Ich will nur sagen, das war niemand. Das ist Isas Lebensweise, Digga. Ich dachte, du stehst auf immer so tun, als wenn man nichts wissen würde, aber was? Dann... Ich war danach echt sauer, sag ich dir ehrlich. Ich habe 2 Tage... Warte, wieder Monopoly spielen. Warte mal, Freiparken. Wo ist denn Freiparken? Wo ist das Geld auf Freiparken? Mann, das war ein Joke, ich habe irgendwas mir einfallen lassen. Aber guter Konter eigentlich. Yo! Palinate! 12.000 Bits, Bro! Otto. Danke dir. Danke. Ihr habt alle einen Invite. Alle reinkommen. King, ich küsse dein Herz. Danke für dein... Und für deinen Zap auch noch. Einfach 12.000 Bits rausgehauen. Liebe in den Chat. Digga, das sind 100 Euro Chat. Danke. Für deinen fetten Support. Das ist Phoebes Supporterin Nummer 1, for real? Boah, Kuss. Kuss. Okay. Kennst du Ems Horn? Was? Ems Horn? Nee, was ist... Das ist oben im Norden so eine Stadt. Achso, du kommst aus dem Norden. Nein, ich meinte nur, dass Emshorn eine Stadt im Norden ist. Also ich komme normalerweise aus Nürnberg. Ja, Mann, wozu? Absicht, Digga? Achso, ja, Mann. Digga, ich will einfach nerven. Nimmt eure Charakter. Wozu? Ich komme München. Ah, okay. Das ist ja nicht so weit entfernt. Ja.
Stimmt. Omed, bist du schon mal richtig schnell mit dem Fahrrad gegen eine Wand gefahren? Das ist jetzt eine ernste Frage. So. Muss auch nicht im Internet online beantworten, muss ja keiner mitkriegen. Ja, warum stellst du die Frage dann online im Internet, wenn ich sie nicht beantworten soll? Bruder, ich liebe diese Fitnessspiele. Ey, Neusi, hast du mal Bock, zusammen einen Vlog zu drehen? Vlog zu drehen? Was für ein Vlog? Ich hätte so ein cooles Format im Kopf irgendwie. Und zwar. Moment, ich kann die Scheiße jetzt nicht 2 Stunden links und bitte halt deine Fresse. 2 Stunden halte ich das nicht aus. Und zwar, guck mal. Wir beide kaufen so Burger-Sachen ein und wir drehen dann ein Video, wo wir, man halt die wo wir so bestimmen, wer den besseren Burger hat. Digga. Und dieser bewertet. Cam. Okay. Digga, der Junge ist echt schlimm, ich sag's euch jetzt schon. Der hat einen dicken Schaden. Sag's Hagen, warum bist du nicht live? Oh, shit! Let's fucking go! Bruder, das ist nicht mein Uhrzeit zum Live-Team. Ja, okay. Boah, hast du noch nicht geschminkt und so, ne? Nein. Ist es okay, wenn ich Soundeffekte anhab? Ich sag ehrlich, ich sitze in Unterhose da. Zeig mal. Warte, mach mal ein Discord-Cam an. Ich schick dir Snap. Oh, nö. Oh, shit, ich bin Erster. So, wie, komm, oh, nö. Komm, Baby. Gebrolltrepp. Digga! Paulinate wieder mit 11.500 Bits. Was ist denn bei der los? Ich küsse ihr Herz. Danke Ihnen. Warum sage ich Ihnen? Danke dir für insgesamt 23.000 Bits. Liebe in den Chat. Für Paulinate. Ich küsse dein Herz. Herzen in den Chat. Der Straße. Ja! Grün! Warum? Nicht grün, aber was? Aber das ist auch gut. Muss ich zahlen? Du musst jetzt auch. Mein erstes Grundstück. Ja, das für 200 Monopoly-Euro. Nice try an den Kollegen. Rohat meinte, er hat deine Nummer nicht. Schick sie mir und ich schick ihm sie weiter. Mhm. Stimmt, Digga. Isa, du musst mir wirklich den Ding schicken. Ich muss jedes Mal über Instagram auf Kram schreiben. Beende mal deinen Zug, Omid. Und ich kann dich nicht mal anrufen. Ja, Omid, du Schwanz! Bevor ich dich hier rauskicke. Er ist ein Hundesohn. Er ist offiziell ein Hundesohn. Mann, Omid! Nein, der ist safe noch da, der trollt. Ich kick ihn gleich. Ich geb ihn original. Lass neue Runde starten. Ohne. Ich schwör, ich starte gleich neue Runde sonst. Ja, komm. Er wird das die ganze Zeit durch. Er wird von alleine gekickt, stimmt. Wenn du Mann bist, start neu. Er wird von alleine gekickt, wenn du auch AFK hast. Ist er wirklich so gegangen? Let's go. Okay, let's go. Also ich habe jetzt ein Grundstück, oder was? Du hast einen Bahnhof. Oh nein, ist krass. Wichtig. Pass! Ja. Aber 12 ist eigentlich scheiße. Doch, du kannst nochmal würfeln. Ist gut sogar. Ja. Oh. Oh, nee. Aber ich komme auf Dreck, also so richtig. Der hat noch ein Pasch. Oh, das ist gut. Das ist eine geile Straße. Ja, wenn du noch einen Pasch bekommst, dann musst du in Klasse, ne? Ja, ich weiß, danke. Ich will aber nicht. Krass. Digga, Isa hat so viel Glück in diesem Game. Warum? Isa hat so viel Glück in diesem Game. Sei ihr gegönnt. Du bist danke, an Bord. Er hat auch blau jetzt, ne? Isa, du weißt für spätere Deals. Buche so ein Spiel. Hey, gib mal ja die 8 Knaller, mein Freund. Hey, musst du Rohat jetzt schon Miete zahlen, oder was? Ey, Bruder, na, Breitenberg Bock, lacht darüber, Digga, muss auch sein, der Idiot. Oh, Mann. Die 8 Dollar nehme ich Digga, mit. Digga, ihr macht Neuses so reich, ne, das wisst ihr. Ja, Bruder, mit 16 Dollar kriegt ihr jetzt einen Ferrari, weißt du? Was? Ja, was geht da Step by Step? Ist okay, die Lautstärke vom Game? Bots, macht eine Wette, wer gewinnt.
Moritz, mach eine Wette. Mach das gleich. Und mach das Co-Stream. Ich glaube, Isa hat jetzt schon die besten Karten, sag ich dir ehrlich. Na, oh, ich verstehe das nicht. Ich verstehe die Nachricht nicht, Les. Okay, Noisy hat am meisten Geld gerade. Ist schon. Ja, aber ich habe nur eine Sieben! Strafe. Noisy ist größte Gefahr. 7 ist die Zahl, die man am häufigsten würfen kann, ne? Wusstet ihr das? Nee, woher? Weißt du das? Also, da ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten. Nein! Warum ist die Wahrscheinlichkeit? Also, was. Worauf beruht die Wahrscheinlichkeit? Keine Ahnung. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass man 4 und 3 würfelt, ist 6 zu 36. Während die anderen Wahrscheinlichkeiten ein bisschen niedriger sind. Ah, okay. Also, zum Beispiel 1 und 6 kannst du in einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 36 würfeln. Was? Bruder Herz. 4 zu 3 kannst du in einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 36. Spielen wir hier Monopoly oder machen wir hier gerade eine Wahrscheinlichkeitsberechnung? Guck dir mal Isa an, das ist respektlos. Hin und wieder. Kuss. Isa, danke fürs Ziehen, dass du letztes Mal so anfängst. Erstmal eine Chicken Wings. Du kannst ja heute wieder ausrechnen. Hey, Isa, danke schön für das Scrunching-Mann-Frage. Ich nehm den einfach mal an. Ist eine Straße? Ja, ne? Ja, ist huge, pink ist gut. GG's. Boah, ey, das macht jetzt schon keinen Spaß, Bruder. Ey, war einer schon im Knast? Danke. Ah, ja, geil. Nein! Jungs, wie viele Häuser hat die? Ey, Bruder, es macht jetzt schon keinen Spaß mehr, Digga, ich sag's ehrlich. Warum bist du so negativ eingestellt? Nee, danke. Ey! Du musst ein bisschen positiv sein. Enrico Galeano, danke auch für deine 5 Minuten. Ich bin also. Digga, ich glaube, heute werde ich richtig ausrasten. Vor allen Dingen Omid, der Bastard. Der fuckt mich richtig ab. Boah, du wolltest Omid kicken, Bruder. Kick ihn mal mit. Ja, ey, wirklich. Hoffentlich wirst du letzter in. Ja! Yeah! 25 Euro. Omi, du hast jetzt gewonnen, ne? Noch nicht. Jetzt aber gleich. Oh! Pass! Ja, erstmal abdrücken. An wen? An Isa. Digga, ich hab doch gerade eben an Isa abgedrückt. Ja, einmal reicht nicht. Ich bin. Der Ruby muss rollen. Ja, sie hat einfach eiskalt, eine orange, rote, eine gelbe, das ist krank. Ist das Knast? Nee, das nicht. Nee. Das ist eine gute Straße sogar. Was bin ich eigentlich gerade für ein Tier? Ist das ein Nilpferd? Das ist ein Kelb. Digga, macht dieser Junge das. Soll ich annehmen oder? Du musst Leertaste drücken. Achso, okay. Okay, rot ist eine gute Farbe, Digga. Die Runde wird noch 10 Stunden dauern, ja. Ja. Warum? Wie kommst du drauf? Ich hab die Vermutung so. Nee, oh. Also Isa, nee, langsam wird's respekt. Digga, sie hat jede Straße. Ich glaube. Aber das Ding ist, stell mal vor, ich komme jetzt auf blau, ich kann es nicht kaufen, weil ich kein Geld habe und dann muss ich das per Auktion abgeben, ne? Das Ding ist aber, du hast dich jetzt schon so gut verankert, weil jeder muss jetzt mit dir traden. Mhm. Ohne dich geht nur hellblau, dunkelblau und braun. Ja, ja, das stimmt. Ja. Schade. Oh mein Gott, Rohr, geh weg. Geh weg, Rohr! Nein, mit Rohr kann man nicht traden, außer ich verkaufe meine Seele und gib dir noch 2 Nieren. Ich sag doch, mit dir kann man nicht verkaufen. Hast du gehört, Rohr? Wieso kann man mit Rohr nicht traden? Das war ein Joke, ein halber Joke. Nee, hinter jedem Witz steckt noch ein bisschen Ernsthaftigkeit. So, jetzt kommt schon. Komm, Baby. Komm! Nee, Moment, ich geb dir 10 Subs für die rote Straße. So. Moment, 10 Subs für die rote Straße, Bruder. Was? 10 Subs? Ey, Breitenbeck, bitte. 7. Ich hab doch gesagt, höchste Wahrscheinlichkeit. Okay, das ist sogar gut, ne? Wasserwerk? Soll ich kaufen, Wasserwerk? Ich kauf. Hä, warum ist das so leise? Was ist leise? Gerade war der Sound von dem Vorlesen super leise. Wasserwerk im Besitz von mir. Oh. Ist es normal, dass ihr nicht so viel miteinander redet oder ist sie gerade da voll mute? Jeder ich habe gedacht, das ist voll das kommunikative Spiel.
Ja, ne? Ja, so, guck mal, ich würfel jetzt. Ja. Und hoffe, dass ich auf blau komme. Okay. Und nein. Du drückst schon wieder 7. Schade. Das war aber auch knapp, sag ich dir ehrlich. Was hast du heute so gemacht, Omid? Ich bin aufgestanden und hab dann gestreamt. Und du so? Ist noch deine Familie aus der Türkei da? Nein. Nicht? Schlafen wir. Haben die alles weggefuttert, oder was? Digga, ich war heute Morgen beim Zahnarzt. Ich hab 2 Klonen machen lassen, meine Eckzähne. Grills? Ich kann jetzt, ja, ich schwör's dir, ich hab jetzt wieder normale Zähne. Du hast die Grills machen lassen? Nein, Eckzähne. So Klon heißt das. So. Gold oder Silber? Nein, normal weiß. Die waren gebrochen. Hat das die Krankenkasse übernommen oder musst du sie selber zahlen? Hallo? Du musst selber zahlen. Hallo? Bist du privatversichert, oder? Mein Mike geht wieder, ja, Digga. Normal. Was ist das für eine Kacke gewesen? Ja. Nee, Bruder, gesetzlich. Ey, wir machen hier ohne Straßenkaufen mit Subs, das macht das ganze Game kaputt, Digga. Ja. Ja, Amateur auf Straßen mit Subs verkaufen, Bruder. Außer jemand bietet 100, dann kann man sich vielleicht nicht darüber unterhalten. Packst du auch nochmal ab, du Peach. Also hat er gemacht bei mir für 100 Subs. Wer denn? Breitenberg. Ja, 100 Subs würde ich alles verkaufen. Ich sag nicht mal Wallabilla. Aber Wallabilla mit Doppel-B. Ich wollte tricksen, Bruder, ich hab nicht aufgepasst, weißt du? Ich weiß nicht. Hast du wirklich 100 Subs gegiftet? Ist einfach kurz. Ja! Krass. Herr Breitenberg, du kannst jede einzelne Straße von mir haben für 100 Subs, ne? Ich sag doch, ich bin käuflich. Sergen, mein Bruderherz. Oh. Mein Bruderland. Oh. Jetzt kracht's. Hat jemand eine braune Straße? Es kracht! Okay, let's go. Ich bin dran. Wort, spielst du heute Abend auch Monopoly? 5. Wer spielt denn da? Ich glaube die Eli-Gruppe wieder. Keine Ahnung, Eli hat mir nicht geschrieben. Oh oh, oh oh, oh oh. Oh oh. Unlucky, machst du nichts. Digga, gerade noch darüber geredet, jetzt muss ich einfach 100 Euro dafür zahlen. Ja, ne, wollte ich auch gerade sagen. Ich weiß, das ist einfach Karma gerade. Man denkt, mir hört jemand zu. Krass, aber GG's, war eine geile Runde gerade. Ey, wusstet ihr, dass eure Handys euch wirklich zuhören? Ja, weil ich die ganze Zeit Werbung bekomme und das ja, auch dann natürlich. Kaufe. Das ist krank. Wenn du jetzt aber die ganze juckt dich das Breitenberg? Sei mal ehrlich. Also, ich hab euch Bruder, bei mich juckt das nicht. Aber das ja, ist auf krank. Ernst, mich juckt das auch nicht. Das sollen die mir noch zeigen, Digga. Hä? Mich juckt das. Mich nicht. Über was redest du denn, Wort? In deiner Freizeit. Ab in Hubs mit dir, mein Bruder. Ach, Ruhr, deswegen kriegst du immer so viel Werbung von Coffeeshops. Breitenberg hat einfach nichts außer dem Bahnhof. Ja, du musst dranbleiben. Hey, Isa, was scheißt denn euch zu rein? Hey, was? Du musst dranbleiben. Hellblau. Ey, Digga, Isa hat jede Straße fast. Das ist ja geisteskrank. Ja, ich hab nur keinen Kaufen. Anibu, ich geb dir. Breitenberg hat einfach keine einzige Straße. Ich geb dir Bahnhof für Braun. Guck mal, und das ist Breitenberg, Isa. Merkst du das? Und dann sagst ja, du zu mir, ich bin schlimm, sagst du. Du Lügner, was soll ich denn sonst geben? Ich hab doch nur Bahnhof und Braun. Das war's. Du bist so ein schmieriger Wichser. Ehrlich, wie läuft's bei dir, Sergen? Ne? Wie läuft's bei dir? Gute Fragen, das gar nicht gut, auch ja. Gesagt. Letztes Mal habe ich Handy für gute Angebote gemacht. Der hat alles abgelehnt, ja. Mich blockiert. Zwei Turn. Oh, das war nicht. Oh, ich hab dich auf nicht mal gelesen gelassen. Ich schwör's dir, Alter. Oh, das ist dazwischen. Oh mein Gott, Omid. Belastend. Let's go! Oh mein Gott, das ist so schlecht, Mann. Let's go. Was ist da? Was ist für ein... Chat, wir sind gut dabei, ne? Oder? Wir haben schon so unsere Straßen. Da, ja. Komm, Isa, hol dir noch einen Lila, dann hast du es geschafft. Hol dir mal wirklich Lila, dann kommen wir in den Trade. Ist ein Bahnhof. Okay. Oh. Nee, ist kein Bahnhof. Aber unlucky. Da ja. Ja, man, mega unlucky auf dem eigenen, auf der eigenen Straße zu landen, weil man schon 30% der Map hat. Ja, so oh, schon vergeben. 5. Isa, oh. Was willst du haben für diese oh. Braune die Straße da? Nein. Scheiße. Westbahnhof? Orange. Nein, ich will rot oder orange. Ja, wie soll ich das organisieren? Braun ist die schlechteste Straße. Breitenberg, was hast du eigentlich gerade jetzt? Warte mal, kriegst du jetzt okay, Lila? Ich glaube schon. Ah ne, doch nicht, du musst bezahlen, Idiot. Gebärd, du Schwanz. Breitenberg hat einfach gerade nix, ne? Außer einen Bahnhof. Ja, Breitenberg sieht ganz schlecht aus. Ja.
Heute noch Zug beenden vielleicht? Ich bin auch gleich raus, glaube ich. Boah, Breitenberg, willst du so auf meiner Straße sein Arsch verkaufen, das wird so geil. Dafür werde ich heute Abend bei OGs reingehen, bei GTA, Digga. Du hast eine 8 gewürfelt, Noisy. Das ist korrekt. Oh, warte mal, Sagen, wir kommen ins Gespräch vielleicht. Oh, nee. Da wollte ich hin. Das Ding ist gekauft. Wir kommen ins Gespräch. Ja, ja, du hast. Ich brauch wieder was. Ich hab die letzten 3-4 Runden. Guck mal, wir machen so: ich geb dir gelb, du gibst mir lila. Oder wir machen das andersrum. Erstes Mal. Nimm du gelb. Du willst mir gelb geben? Ja. Was? Du willst gelb haben? Du willst mir gelb geben? Ja, ich will dir gelb geben. Chat, aber ich würde schon gerne lila nehmen. So, wenn du über los kommst, ziehe 200 ein. Er hat das letzte Rot. Ja! Ja, lass noch warten, Sagen, bis dritte vergeben ist. Dann gucken wir, okay? Okay, okay, okay. Mann, Digga. 20 Euro für nix. Isa, ich geb dir 180 und Bahnhof. Ja, ich konnte dich kaufen. Nee, das ist wenig. Das ist, du hast die schlechteste Straße damit. Aber du hättest eine Straße voll und kannst direkt bauen als erster. Ja, da krieg ich maximal 250 Miete. Nee. Das ist nur auf dem ersten Feld, auf dem zweiten mehr. Das ist nur auf dem ersten Feld. Ich glaube, das sind 500 fast. 450. Ich lass mich hier nicht verarschen! Ja, das was hast du jetzt gemacht? Isa, was hast du jetzt gemacht? Ich? Ja? Nee, gewürfelt. Hä? Warum hast du nicht gebaut? Was? Weil ich mir gewürfelt bin. Bastardspiel. Ja. Jeden 50, Junge. Oha. Ja. Oh, was war das? Warum hast du uns 50 Euro gegeben? Weil er gütig ist. Bände. Danke dir, Rohat. Danke dir, Lela. Ja, ja, ja. Ja. Geh in das Gefängnis, begib die Dozenten, geh in die... Ja. Oh, shit. Staubsaugen für Käufer geht jetzt mal in den Knast. Steuerhinterziehung von Breitenberg. Das Ding ist durch für Breitenberg. Ja. So, Baby, jetzt gib mir die 10. Gib mir er hat zwar am meisten Geld, aber irgendwie... Gib mir eine 10! Ja, Bruder, natürlich habe ich viel Geld, weil ich noch gar nichts kaufen konnte. Ich habe nur eine braune, verkackte Straße und einen Bahnhof. Sagen, wenn du mir Geld gibst, gebe ich die lila. Aber weil... Oh, nö. Was sagst du? Lila ist die bessere Straße, das weißt du. Und du hast viel Kohle und musst mir ein bisschen Geld dazu zahlen. Was redest du? Gelb ist mehr wert. Ja, gelb ist auch mehr wert, aber gelb ist auch mehr... Einmal ist es gut, glaube ich. Kostet viel mehr drauf zu bauen, Bro, und du hast viel mehr Kohle. Nein, nein. Mann, also, das ist nicht gut. Also, es wäre dumm von mir, jetzt diesen Trade einzugehen. Wenn du mehr Kohle hast, weißt du? Ja, es wäre dumm für dich. Moment, ja, ich hab Kohle, ja, aber das gibt dir keinen Grund dazu. Bahnhof für Rot? Nee, macht keinen Sinn, Digga. Doch, weil auf Gelb ist es schwieriger zu bauen, Bro. Warum ist es schwieriger zu bauen? Bro, weil dein Haus Sinn. 150 kostet. Ja, genauso viel wie auf Rot und Rot ist eine gute Straße. Nein, Lila kostet nicht 150 zu bauen. Sagen, er will nur, dass er Pink bekommt, du Gelb. Andersrum, er Gelb bekommt, du Pink, weil du bauen könntest auf Gelb. Du würdest alles vernichten. Nur mit Gift-Subs, Breitenberg. Digga, okay? merkst du Sagen, was er gerade für eine Scheiße gelabert hat? Merkst du nur mit Gift-Subs? Aber Rohat, merkst du gerade, wie oft jemand auf Gelb landet und jedes Mal bei mir gepayt hat? Guck mal, da schau, dreimal hintereinander. Weil er Gelb ist. Ja, weil ich auch viel Kohle hab, ne? Ich kann doch gar nicht auf Gelb bauen, ich hab kein Geld. Was hat ein Rohat überhaupt? Rohat hat gelb und rot. Ich mute. Das erste, was ich mache, ist erstmal Omid muten im Discord. Ey, gleich Idiot! Hast du dich nicht freigekauft? Nein, Digga! Richtig. Omid ist muted, der Bastard. Du bleibst da erstmal drinnen. Du bleibst erstmal in Ups. Du bleibst da drinnen. So, Baby, jetzt gib mir eine schöne Pink oder gib mir eine hellblau. Komm, Baby. Erstmal im Bahnhof. Okay, fett. Wirklich scheiße. Isa, was willst du haben für Braun? Ich habe keine andere Hoffnung. Ich kann nichts machen. Sie sind am Zug. Oh Gott. Ist Isa überhaupt da? Isa, was willst du für Braun haben? 800 plus Bahnhof. Boah, Juch, Alter. Würde ich so ein Angebot machen, würde Rohat sofort rumholen. Faires Angebot, sage ich. Fair, ja. Habt ihr euch gegenseitig gemutet? Das ist krass. Einfach blau. Omid, willst du die verkaufen? Was du sagst, bei mir läuft gerade, ich denke so. Och nö. Omid, ich geb dir braun und Bahnhof für rot. Also, so?
Ich gebe dir keine 800. Das ist das alles, was ich habe zum Überleben. Okay, dann nicht. Isa! Wie soll ich dir 800 geben? Überleg doch mal, dann bin ich tot. Hä? Breitenberg, du zahlst für ein Haus 50. Was willst du eigentlich? Bruder, erstens kann ich dann keine Hotels bauen, weil mein Geld dann nicht mehr reicht. Zweitens, Bruder, dann habe ich gar nichts mehr. Sägen. Wie viel für Kohle zahlst du mir für zwei? Halt deine Schnauze, Breitenberg. Wie viel zahlst du mir für zwei Gelb? Für zwei Gelb? Ich habe nur eine Gelb. Ich habe eine Gelbe. Ja. Ach so, ich möchte ich Gelb nicht. Gelb. Ich möchte Lila Gott, haben. Dann. Was ist Lila? Ja, dieses Pink. Das ist Telekom-Rosa, keine Ahnung, Magenta. Guck mal, Rot. Hey, Digga! Rot kommt mal langsam. Er hat wieder nicht gekauft, Digga, er ist so dumm. Ich bin gleich auf, Digga, ich hab keinen Bock mehr. Er ist sogar auf frei parken gekommen. Die Schwester, du hast jetzt so eine Kohle mitgenommen. Das lohnt sich gar nicht. Wie viel hättest du auf einen Braun bekommen? Die Frau will 1000 noch was für einen Braun haben. Digga, wenn du so dumm bist, du wärst auf frei parken gekommen, du Idiot. So, Baby, jetzt gib mir eine knackige 3. Gib mir eine 3, Baby. Gib mir eine. Du sagst Gelb besser und willst sein Lila, hä? Also gibt das für einen Sinn? Ja, ich geb halt nach, so, weißt du? Hä? So, Bruder, schau mal. Ich mag die Farbe, weißt du? Lila. Ja, aber hä? Weißt du, OGs, Lila. Darum dachte ich mir, ich will Lila haben. Ich müsste eigentlich Gelb jetzt von ihm holen. Ich geb die Lila, du gibst mir Gelb und du zahlst 500 drauf. 500? Oh, Ereigniskarte? Yes. Das ist immer interessant. Nein, ich unmute Omen nicht. Gar kein Fall. Guck mal. Chat. Sie sind am Zug. Ich habe noch gar keinen Impact in dieser Runde. Ja, Bruder. Ich überlege gerade, bankrott zu machen. Wie gleich GTA. Bruder, ich kann dir sagen, dass ich absolut 0,0 Gewinnschutz habe. Du! 0,0. Ich kann absolut an keine Straße rankommen. Ja, du bist auch scheiße. Du hast dich seit 3 Monaten nicht rausgekauft. Ich weiß mal darauf, das ist schon vorbei. Isa hat schon jede Straße sie blockiert. Hey, du hättest Orange zum Beispiel bekommen können, dann wärst du wieder im Game gewesen. Ich blockiere doch gar nicht. Mann, Breitenberg labert scheiße. Okay, sag mir, wie ich gewinnen kann. Ey, Claire, komm. Ja, hättest du dich seit 5 Runden nicht... Rechne mal in deinem THC-freien Gehirn aus, Digga. Digga, du Dummkopf. Du hättest dich... Du hast seit 10 Runden bist du da drin. Das gibt's doch nicht. Warum ist diese Frau... Das ist so krass. Ey, warum würfelt diese Frau so krank? Was ist das? Isa, du bist wirklich, also... Guck dir das an. Aber auch hardcore angewiesen auf mich. Boah, tauschen wir. Ja, mit was? Weiß ich nicht, was willst du? Ja, das ist schwer. Kannst du mir ja nichts geben. Oh, komm schon. Boah, er hätte jetzt auch die Orange bekommen. Das ist geil, ist geil. Gelb, ja, aber gelb, einfach nur gelb ist nichts. Besorg mir Gelb und ganz viel Kohle. Aber so viel Kohle habe ich selber nicht. Ich brauche ja selber Kohle. Ja, dann musst du sagen, irgendwas, Dingsen. Das ist das Problem. Was kannst du mir denn geben, Isa? Wir kommen auf keinen Nenner. Kann ich dir Hellblau geben? Ah, du könntest mir Hellblau geben, ja? Das stimmt, ja. Und die letzte Hellblau ist noch frei. Danke. Aber Kohle, Isa, ich brauche Kohle, ich sag dir ehrlich. Ich brauche auch Kohle. Ja. Bei mir läuft nicht Rohr. Ey. Bei dir läuft jetzt, du kriegst sogar. Gar nicht. Das ist... Richtig. Du hast ein anderes rotes. Oh, es ist noch ein rotes frei, ne?
Ich hab so eine scheiß Ausgangslage, es fuckt mich ab. Nein, die schlechteste ist es nicht, aber trotzdem ist das irgendwie so komisch. Jeder will von mir Kohle haben. Ich muss mit Isa und mit Rohan traden. Mhm. Mann. Ahmed, ich geb den Bahnhof und Braun für Blau. Nein. Nein, ich. Oh also, ich sag's nicht. Was machen wir denn jetzt? Chat. Ich kann aber nicht Orange einfach abgeben, nur für Gelb. Ich muss sehr viel verlangen. Das ist ihre dritte Straße, Chat. Ich hab Omid gemutet. Ab in Hab's mit dir, du Schwanz. Nein? Hey, wie kommst du da drauf? Ich glaube, die Schranken müssen sein, Chat. Ist das die letzte rote? Nee. Nein. Der hat Kohle ohne Ende. Aber Selben ist ja gut, dann kannst du unsere Karten abkaufen. Ja. Ja, guck mal. Hey. Wie kommst du darauf, dass die Geburtstag haben, Omen? Du brauchst was. Mutet ihn einfach, vertraut mir. Es macht keinen Sinn, mit dem Mann zu reden. Am Ende mit ihm redet ihr dann. Wow. Niemand. Grün. Guck mal. Rowy, wie wär's? Du gibst mir lila, okay? Ich geb dir gelb. Mit Rot. Und dann kannst du. Kohle, ich will Kohle. Lila ist die bessere Straße. Dann, es ist viel teurer für mich zu bauen und ich habe keine Kohle. Sagen, es macht für mich keinen Sinn, dieser Trade. Du hast einen viel, viel einfacheren Trade-Weg mit Isa danach. Oder ja, das kann ich jederzeit machen. Sie ist die ganze Zeit angewiesen auf die Straße von mir. Aber du hast Möglichkeiten, mit ihr direkt zu traden. Was redest du? Warum sagst du? Ich hab keine Kohle. Du musst mir dann Geld darauf zahlen. Wie viel Geld willst du? Du hast 1500, ich habe nur 500, eine Straße da drauf kostet. Also für schon mindestens. Du kannst doch nicht anhand meines Geldes ausmachen, wie viel Geld du von mir verlangen kannst. Wenn du die Straßen dann voll hast, dann hast du am Ende direkt. Aber ich hab die Straße ja nicht full. Ey, kann man bei Monopoly einstellen, dass man das Geld nicht sieht? Das ist ja absolut respektlos. Ja, aber Bro, du musst das mit einberechnen bei den Trades, weil sonst macht es keinen Sinn. Warum siehst du denn meinen Kontostand? Warte mal ganz kurz, wer macht denn gerade hier was? Das ist ja respektlos. 600? Hä? Ich mach das. Ey, ich mach das. Ich geb dir 600. Nein, guck mal, du kannst mit Roha traden. Aber Rot? Ja, ich geb dir 600. Ich dachte, er hätte roten, aber mal. Ich geb dir 650. Das ist auch mehr, der rote hat. Also, da bin ich schon reingechoked. Ups, ich dachte, Rot hätte rot. Aber egal, du hast rot. Du kannst mit Omen traden. Isa, ich geb dir 650. Weißt du, warum warte mal, Isa wünscht sich. Warte mal. Doch, ich geb dir 650. Es macht keinen Sinn für mich, dir die Karten zu geben. Ich brauche ja Särgen als Handelspartner und. Oh shit, ich brauche ja gelb, ups. Hä, du kaufst dir doch einfach nur die Straßen ab? Das macht doch keinen Unterschied. Hey, Sägen, was machst du da? Hey, ich hab zwei Straßen dafür bekommen. Oh, ja, aber ich hab was verkackt. Sie hat gar nichts einfach dafür bekommen, die hat einfach nur Kohle bekommen. Und das Geld hab ich. Ich geb dir mehr Kohle dafür. Ja, und sie konnte den Trade doch nicht zurücknehmen. Warum denn? Ich hab die Kohle und ich hab jetzt halt auch eine zusätzliche Straße bekommen. Jetzt kannst du mit Breibenberg tauschen. Was möchten Sie handeln? Wie meinst du auf 600? Achso, du willst mir noch weitere Straßen für Gelb geben? Achso, nee, das bin ich ja gar nicht. Doch, das bin ich. Hey, warte, Braun und Grün, was soll ich damit? Kannst du mit Breibenberg scheiden, der gibt dir viel Kohle, weil er viel Kohle hat. Und Omid. So viel Kohle gebe ich nicht, aber ich brauche Braun, ja. Oh mein Gott, mit Omid traden, das ist ja... Mit Omid. Mit Omid. Ey, trade mit mir. Ich muss jetzt doch ablehnen, Nein. Nein. Ich brauche noch ein, zwei Bedenkrunden. Okay. Ich bin am Zug. Rohr ist am Zug.
Weitermachen, Ron. Isa, du hast einfach zwei Straßen für 600 verkauft, weißt du, ne? Ja, kannst du mal entspannen. Ich habe einfach reingejoked. Ich wollte die gelbe Karte noch reinpacken, ja, aber ich habe mich verkackt. Ich bin auf Breitenberg, Digga. Ich würde eher auf deinen eigenen Arsch gucken, bevor du auf andere guckst, Bro. Mein Arsch ist vorbei. Ich kann nichts mehr machen. Guck mal, jetzt die Straße bekommen, hättest du dich von Anfang an rausgekauft. Dann mit der neuen. Auf Ernst. Auf dann wärst du wieder zurück hättest im Game. Du hättest sie direkt bekommen. Ja, direkt. Passiert, Digga, passiert. Ja, ist okay. Wollt noch sagen? So, ja, ich muss doch meinen nächsten Zug angehen. Ich werde Bürgermeister dieser Stadt. Oh nö. Isa, was kann man Bürgermeister werden? Ja, ja, du kannst Bürgermeister werden. Haben wir ein faires Angebot? Ja, das Angebot wie vorhin. Womit wir können dann drei Leute Isa, auf aber Feld du weißt, sein, dass ich dich nicht mit 1000 bauen lassen kann, wenn du mir Geld besorgst. Omid, du musst mir 700 geben. Omid. Hey Roat, wenn du Doppelmoral noch einmal sagst, yeah, mach ich Angebote. Sie will für Braun 800 und ein Bahnhof. Soll ich ausbauen? Gesamtwert 1000. Du kannst nicht. Wieso kann ich nicht? Warum kann ich nicht? Was? Hä? Hallo! Gamerin. Du musst auf du Rot. Du brauchst noch die andere Straße. Oh. Wieso geht das nicht, Digga? Das macht gar keinen Sinn. Ich will noch die andere Straße. Ein Scheißspiel. Da will ich einmal ausbauen, Digga, geht direkt. Oh mein Gott. Digga, wie viele schon ist auf Freipark? Ja, ja. Dieser läuft nicht, ne? Isa, mach mal Map auf Spielbrett, Übersicht. Oh. Weil Isa läuft nicht. 650. Boah, Isa hat die ersten 600 hat die auch, rasiert, Digga, aber jetzt irgendwie. Mute den wieder, ja, eigentlich schon. Oh Mensch, das ist halt echt so. Warum? Beende Zug, Isa. Isa läuft nicht. Oh, am Ende der Jagd werden die Hasen gezählt. Ich hoffe, du baust noch ein Haus, dann fackel ich es persönlich ab. Das ist specklos. Ja! Ja! Bankrott, Alter. Gib mir das Geld. Ich hab reingezogen am Anfang. Ich hab reingezogen beim Trade mit Sergen. Und Sergen ist so ein Doofkopf und nimmt es direkt an. Der nimmt es direkt ab, ne? Der Trade an sich, ja! Das war gut für der mich, Trade, ne? Der Trade an sich hat keinen Sinn gemacht. Wieso? Ja, ich wollte die gelbe Karte reinmachen, ich hab's vergessen. Ach so. Ah. Stellt, macht eine Abstimmung, ob Omid mute, ja, nein. Ist doch gut, ich glaube, du kannst jetzt ein Feld kaufen. Du musst weiter. Nee, mein. Ja! Ja! Sogar. Ja! Diese Aggressivität bei Monopoly ist halt echt so. Komm, Sergen, gib mir gelb. Ja. Boah, gelb, das Ding ist, gelb ist mein. Digga, ich bin mit Rot immer auf derselben Fläche. Komm, ich geb dir sogar Chayas, die für dich tanzen. Gib mir einfach gelb. Was? Chayas, die lieben. Warte, du. Yes! Du, oder? Nein! Sagen, ich geb dir lila. Ich geb dir lila. Du gibst mir gelb. 200 weg. Plus 200. Warte, weil Isa Auge lila gelegt hat. Du gibst mir lila für gelb. Weil Isa Auge gelegt hat. Ja. Und du gibst mir so 200. 200 und gelb? Ja. Das ist actually gar nicht mal bad, sage ich. Aber das Ding ist, ich muss ja danach weiter denken. Lass dich nicht verarschen. Lass dich nicht verarschen, Sergei. Omid, warte mal kurz, warte. Dann hast du aber die Freifahrt, einen Freifahrtschein mit Isa komplett durchzutraden. Dann könnt ihr euch 1:1 traden, dann habt ihr beide eine Straße und fickt mich auseinander. Ich werd mit Isa nicht 1:1 traden, weil sie viel mehr Kohle hat, Bro. Isa würde direkt bauen. Sie kann ja auch machen. Nicht. Das ist so ein Schwanzspiel, Digga, unfassbar. Ich würde mit Rot generell nicht traden, Sagan, Digga. Warte mal. Lass dich nicht verarschen. Ey, noch nicht traden, jetzt noch lass nicht. Lass dich nicht verarschen. Gib mir noch 1-2 Runden. Lass dich nicht verarschen. So, wie läuft die Abstimmung? Omid mute, ja, nein? Ey, Omid, kannst du mir Rot geben? 60% sind auf ja, Omid wieder auf mute. Mann, Chat, was soll ich machen? Digga, ehrlich, ich mach gleich Bankrott, sag ich dir ehrlich. Breitenberg, wirklich falsch Ehrgeiz hier in der Lobby. Ja, mach doch mal Angebote, du machst ja nichts. Was für Angebote? Du willst 800 plus Bahnhof. Ich kann da nicht mal auf braune Häuser bauen. Doch kannst du, hä? Ja, dann bin ich tot, wenn ich irgendwo 15 Miete zahle, bin ich tot. Ey! Ja! Oh. Du willst einen Gesamtwert von über 1000. Die schlechteste Straße. Jetzt kommen wir aber ins Gespräch mit Gelb, oder? Weil du kannst dann, wenn ich die Grünen gebe, kannst du mit Omid tauschen. Ja. Ja. Das hört sich gut an. Das ist sehr günstig zum Bauen, übrigens, Breitenberg. Ey,
Ey, Umit, was möchtest du haben? Ich kann dir so geben. Du hast gerade zwei Straßen für 600 abgegeben. Die Leute heulen rum, wenn man schon den doppelten Wert haben will von der Straße. Du willst von mir den siebenfachen Wert. Aber ich hab doch reingechoked. Ich hab doch reingechoked und ich hab zwei Straßen abgegeben, aber er kann auf beiden Straßen nicht bauen. Du kannst das da nicht ist wie, bauen. Als würde ich Dunkelblau für 3000 verkaufen. Du willst von mir 800 und Bahnhof für die schlechteste Karte im Spiel. Hallo, die schlechteste Straße. Er kann nicht mal bauen. Du kannst doch bauen. Ja, aber trotzdem, wenn ich. Zu verdrehen. Aber wenn ich gebaut hab und keiner draufkommt und ich irgendwo lande, egal bei was, bin ich weg. Und dann aber muss ich wieder Häuser bauen. Das ist mit jeder Scheißstraße. Ja, aber 800 für eine Straße? 800? Ich hab schon mal 1200 für eine Straße bezahlt. Was? Echt? Du hast auch schon mal 100 Tabs für eine Straße bezahlt, Breitenberg. Also von daher. Ja, alles gut, Digga. Dann spiel gleich, ich spiel gleich mit dem Bot, Digga. Ey, nein, Breitenberg. Ich schwör's, ich hab das nicht mal mit Rohr. Wieso bist du raus? Oh nein, der ist rausgeflogen. Ja! 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 Ob er mich muten soll oder nicht. Kein Bock auf sowas. Alter. Wie bist du rausgeflogen? Er ist nicht rausgeflogen, Mann. Der labert scheiße, Mann. Der Typ ist dumm, Mann. Beende deinen Scheißzug, du Schwanzgesicht. Er ist rausgegangen. Er ist dick. Was ist mit ihm los? Och, aus Digga, Mann. Ich hasse Omid so geisteskrank, Mann. Ey, der Arme. Das ist doch Troll. Hä, hey, der ist ja wirklich rausgegangen. Ja, der ist wirklich rausgegangen. Ding geschlossen, alles. Ja, sein Game ist sowieso gefreezt, der Penisgesicht. Er will einfach nur nerven, ich kenne ihn. Sein Game ist gefreezt, ne? Ja. Du bist dieser? Weiß ich nicht. Wie machen wir das jetzt mit dem Bot? Ja, wir dürfen nicht mit dem traden, weil der wird dir sonst voll... Ja, das ist halt scheiße, ne? Ja, das Ding ist, ich könnte so blau von ihm traden, ja? Ich weiß nicht. Hey, ist das jetzt ernst oder war das joke-mäßig, das jetzt gegangen ist? Oh mein Gott, ja, ich hab gefettfingert. Ah, egal, trotzdem passt. Und frei parken, let's go! Oh nö. Vielleicht ist dein Stream abgekracht, weil er ist jetzt auch offline. Wichtig, Chat! 850 und wir sind back! Ja, siehst du, jetzt brauchst du kein Geld von mir. Ja, jetzt kannst du dieses Argument nicht mehr bringen. Jetzt bring ich das Argument, Rohat, dass ich Geld von dir möchte, du kleiner Wichser, du. Du schmieriger Wichser. Ich reich, Rohat. Hallo, ja, gebe ich dir. Ich würde dir ein 1:1 Trade anbieten. Sagen. Ja. Was? 1:1 für was, du schmieriger Wichser, du? Ich will vielleicht noch einen Huni. Hallo? Isa, dir werde ich nicht zahlen. Du hast Orange. Du hast die beste Straße. Dir werde ich. Oh, okay. Von dir werde ich noch Geld. Orange ist die absolut beste Straße. Nein. Hallo? Hey! Hey, wer ist das? Breitenberg, ich schwöre, das ist geisteskrank. Ich scheiß auf euch, Digga. Nein. Ich werde Breitenberg. Und wenn er diesen Scheit macht, ich schwöre auf meine Mutter, ich werde nie wieder Breitenberg bei Monopoly einladen. Das ist geisteskrank. Ihr blockt mich jedes Mal. Das ist geisteskrank. Nein, das wird der Digga, guck mal, er macht das ganze Game kaputt. Guckt euch das an. Nein, das wird der Bot nicht angenommen. Och, Digga. Der Bot. Hey, der Bot macht ein Gegenangebot, das kann nicht sein. Okay, komm. Nein, hör doch auf! Nein, hör auf anzunehmen. Breitenberg mach's nicht. Nein, okay, mach ich nicht, du hast recht. Digga, was ist das denn? Wir einigen uns, dass wir das nicht machen, er macht's einfach. Wann haben wir uns geeinigt? Ich mach Isa-Style. Hä, was hab ich gemacht? Oh mein Gott, er lehnt sogar ab. Er lehnt sein eigenes Angebot ab. Er lehnt sein eigenes Angebot ab. Ich doch auf, hallo. Digga, was bist du für einer, Breitenberg? Bruder, ich muss sonst raus, das war's. Ich hab nur einen Braun. Isa blockt mich komplett. Was erzähl mir typ, mal bitte, Digga, was ich machen soll. Was ein Typ, Digga. Isa blockiert mich. Das ist respektlos. Nein. Das kannst du auch Lila kriegen, du kannst auch Dings kriegen. Ich hatte auch, Digga, aber... Bruder, Isa will doch gar nicht. Guck mal, ey, mach sogar so ein respektlos Angebot, Digga. Breitenberg, Isa will 800 noch was, Digga. Ey, der Bot macht ein Gegenangebot. Ey, Breitenberg, wenn du das annimmst... Breitenberg! Scheiß drauf, gönn ich lieber den Bot als Isa, Digga. Bumm. Rein da, so jetzt krank, kann Digga. Ich mit euch so krank. Also wirklich, wie kann man denn bitte so ein... Digga, nie wieder... Und ich hab's geschworen, ich werde nie wieder mit Breitenberg Monopoly spielen. Ich hab's geschworen. Er ist wirklich in allen Punkten der Wirt. Wir einigen uns, dass wir nicht mit dem Bot traden. Er beutet den Bot komplett aus. Achso. Du kleiner, schmieriger Wichser. So, einigen wir uns darauf, dass niemand mit Breitenberg tradet? Mach doch, Bruder, das ändert doch eh nichts an meiner Situation. Ich hatte Braun und Bahnhof, Digga. Nee. Ich bin einfach nur Finanzspritze. Das ist eine Respektlosigkeit, Breitenberg. Ich sag's dir, wie es ist. Niemand tradet mit Breitenberg, damit du Bescheid wirst. Okay.
Oh, Sergen, und jetzt kommen wir ins Gespräch. Jetzt kommen wir ins Gespräch, mein Bruder. Aber Bruder, mein Lieblingsbruder. Buma, du, musst, mein Bruder, du musst ja mal dicke, du musst mir ein bisschen Kohle bezahlen, mein Bruder. Du musst mir ein bisschen Kohle bezahlen, mein Bruder. Vergiss nicht, Bruder, wie oft wir zu zweit was geklaut haben, wo wir auf Events waren. Vergiss das nicht. Den Fußball beim Illegaler Cup, das haben wir direkt im Kofferraum. Beim Ding-Event hier. Warte, beende erstmal deinen Zug. Ich mach den Trade. Beende erstmal den Zug. Wir haben komplett mein Kofferraum voll gemacht. Okay, was? Okay. Beende erstmal den Links, ich mache mir. Isa? Sie? Oui, hallo? Du bist reich, mein anderer Jutzer, ne? Vergiss das nicht. Du hast die bessere Straße, ich muss mehr bezahlen dafür. Also, ich gebe dir jetzt ein Angebot, ob du es annimmst oder nicht. Ich habe noch nicht mal beide gelbe. Ich mach gleich. Ja, mal gucken, ob ich. Ja. Übertreib nicht, Rohat, ne? Warte, ich mach erstmal mit Sergen den Trade. Jo, aber bitte chill. Chill. Zeig, brauchst du Rot? Rot? Boah, Rot ist natürlich wieder interessant an dieser Stelle. Wieso, ich übertreib nicht, Lisa, ich übertreib nicht. Oh, wirklich nicht. Oh, nee, Digga. Guck mal. Ey, Breitenberg. Ja. Guck mal, ich geb dir Rot. Du gehst. Ich mach Sergen einen Trade. Ich geb ihm Lila. Er gibt mir Gelb. Und er zahlt mir noch einen Huni. Gut, oder? Oder 150. Ja, 200 ist auch fein. Zwei Häuser bauen, was laberst du? Okay, was willst du haben? Dunkelblau, ne? Dunkelblau, genau. Ich geb dir okay. Rot. Nein, nein, gib mir die beiden hellblau. Ah, okay, ja. Die beiden hellblau, dann gebe ich dir noch. Dann gebe ich dir noch Rot für Gelb. Du kriegst mir noch Rot für Gelb. Ja. Breitenberg. Ich werde mit dir nicht traden. Nein, so, weil er ehrenlos war. Ich gebe dir dunkelblau und rot. Du hast den Bot abgezogen, du ekliger. Ich musste, Bruder. Ich hatte nur braun. Ja, Bruder, was für. Bruder, das ist doch keine Ausrede, du musstest. Ja, entweder das oder bankrott, Bruder, sag ich dir ehrlich. Okay, guck, ich gebe dir dunkelblau und rot. Für beide hellblau und gelb. Nee, Bruder, das ist doch voll dumm. Mach keinen Scheiß mit Kohle, Bruder. Ich bin eh schon broke. Du hast Bruder, 1500. Warte mal, lass mich mal euer immer ausreden. Okay. Bruder, du hast. Warte mal, ich geb dir. Warte mal. Ich geb dir Lila. Das bin ich links. Mach ich das weg. Ich geb dir Lila. Ja, okay, komm, ich geb einfach dunkelblau für beide hellblau. Mach ich. Links. Und. Du kannst danach komplett bauen. Übertreib jetzt nicht. Rohat, über. Bruder, was ist das? Bruder, nein! Das ist nicht übertrieben. Das ist wirklich nicht übertrieben. Mach 200, wir machen den Deal. Ah, okay. Voller Bilder bei 200 okay, machen wir den Deal. Ja, okay. Wie lautet ihr Angebot? Hey, guter Call, Tassos. Okay. Isa? Du kriegst kein Geld von mir. Nicht Geld? 1 Cent? Nein, du hast 1700 und deine Häuser kosten nicht so viel. Ja, ich mach ein 1:1 du hast recht. Hier. Das ist ein 1:1 hier. Ich geb dir Orange, du gibst mir Gelb. Ist, einverstanden. Auch wenn du die bessere Dings hast. Ich hab bisschen mehr Kohle, ist fair. Du hast die bessere Straße. Ey, aber Isa, ich sag dir eine Sache. Er hat so viel Kohle, du kannst ihm noch mindestens Geld abziehen. Isa, ich sag dir eine Sache, wenn du den Trade nicht annimmst, dann sind wir beide. Isa, du kannst doch Kohle annehmen. Prozentual gesehen die bessere Straße. Ja. Einzig vernünftige, Digga. Das ist für beide Seiten fair. Ja, zu 100%. Jetzt könnt ihr beide bauen und uns bankrott schicken. Okay. So. Zeigen, ich gebe dir dunkelblau für beide Babyblau. Machen wir. Am Nachkommen, er fickt uns jetzt absolut auseinander, ja. Du warst immer korrekt, finde ich, Zeigen, hast immer mit mir getradet. Ich gebe dir dunkelblau. Bruder, guck mal, er fickt doch gerade unseren Arsch. Wieso habe ich das eigentlich getan? Du hättest... Soll ich 400 behalten, 300 behalten oder auf einen noch weiterbauen? Ja, die sind beide full mute.
Okay. Bruder, wie sagen wir, du hättest mir eigentlich doch Geld geben müssen. Ja, deswegen habe ich auch den zuerst mit dir den Trade gemacht und danach mit Isa. Damit du mir noch Geld drauf gibst. Alter, du schmieriger Wichser, du. Ja, geil. Ich würde einfach. Oh mein Gott, er kommt auf gelb, oder? Oh no. Oh mein Gott, Breitenberg. Das wären 800 gewesen, mein Bruder. Ich weiß. Isa, ich weiß. Nichts mit Breitenberg, auf gar keinen Fall. Ich geb dir einfach grün für Breitenberg ausbluten lassen. Was sagst du? Ja, dann fehlt mir immer noch eine grüne. Ja, ich weiß nicht, wie ich die organisieren soll. Die Straße hast du eh schon voll? Nicht mit dem Schwierigkeiten.